Heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar stehe ich gerade hier, habe meinen Koffer gepackt und für mich geht es jetzt nach Köln. Heute ist Dienstag, morgen ist Mittwoch und morgen ist die Show, wo ich mitmache, Pocher vs. Influencer. Und ich dachte, ich nehme euch da jetzt einfach mal so ein bisschen mit, was Sache ist, wo ich jetzt hinfahre, wie alles abläuft. Ich weiß nämlich selbst noch nicht so genau, wie das alles ablaufen wird. Und ich freue mich schon richtig krass drauf. Da hinten ist jetzt mein Gepäck. Ja, ich nehme euch jetzt mit nach Köln. Jetzt habe ich wieder einen spannenden Vlog, wo auch mal was passiert. Ich wollte eigentlich viel mehr vloggen, aber ich konnte nie vloggen, weil bei mir nichts passiert ist. Und jetzt passiert was und jetzt kann ich auch vloggen. Das heißt, ich freue mich. We could break up and then make up. I always come back to you. Hier ist jetzt ein Koffer, dann habe ich hier noch eine Tasche, da noch eine Tasche und das muss auch noch alles mit. Also ich habe, glaube ich, viel zu viel dabei. Und das hier ist jetzt mein Travel-Outfit. Also ich habe einfach so ein Zip-Hoodie an und eine Leggings und ich bin auf jeden Fall gespannt und ich bin tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt die Sachen ins Auto packen und dann fahre ich auch schon los. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Auto und ja, irgendwie... Weiß ich nicht, ist schon wieder so viel Zeug, aber ja, ich fahre jetzt laut Navi 2,5 Stunden und würde ich sagen, let's go. So, also ich bin jetzt auf meinem Hotelzimmer angekommen und so sieht das Zimmer jetzt aus. Also das ist einfach hier mein Bett und meine Jacke und meine Maske. Ich weiß nicht, Aussicht habe ich mir tatsächlich gar nicht angeguckt. Jetzt auf jeden Fall erstmal ankommen und das hier... Da bin schon wieder ich. Hier sind einfach überall Spiegel. Das ist so verwirrend. Aber ich finde es so geil, dass hier alles voll mit Bügeln ist, weil ich werde meine Outfits da auf jeden Fall jetzt schon mal vorbereiten für morgen und da aufhängen. Und das hier ist noch mein Badezimmer. Genau, und ich werde jetzt erstmal ankommen, ein bisschen ausräumen und dann wird heute auch gar nicht mehr so viel passieren. Und morgen ist dann die RTL-Show. Ich bin gerade so überbelichtet, aber ich glaube, man sollte jetzt einfach nicht hinterfragen, was ich hier mache. Aber ich werde mich hier jetzt auf jeden Fall schminken. Ich bin jetzt auf jeden Fall in der Maske. Da hinten ist jetzt Tim. Und wir werden jetzt mal ein bisschen schön gemacht. Augenringe werden noch mal ein bisschen weggemacht. Und ja. So, ich bin jetzt gerade in meiner Garderobe angekommen. Da ist mein Koffer, genau. Und der Rucksack von meinem Manager. Und es stellen sich alle immer so Garderoben so richtig spektakulär vor. Aber das hier ist mein Schminkspiegel und jetzt stehe ich hier einmal. Ich packe jetzt hier auch gleich meine Sachen aus. Also ich habe schon gemachte Haare und alles, aber ich warte jetzt gleich auf meinen Corona-Test. Also ich habe ja schon mal einen Corona-Test gemacht, aber ich muss jetzt nochmal einen Schnelltest machen. Und ja, das ist so meine Garderobe. Also wir haben jetzt gerade eine Probe und sitzen jetzt hier einmal auf unseren Stühlen. Und es wird weiter geredet, ich kann nicht weiterreden. Überlegt, das Ding gar nicht zu nutzen, aber... Also, wir sitzen jetzt hier. Das ist mein Outfit, ja. Wie bitte? Nee, das Kostüm. Das Kostüm, ja. Und ist auf jeden Fall cool. Ich freue mich auf die Sendung. Wir haben jetzt schon gedreht und aktuell sind Jonas und ich gerade im Spiel. Also, ja. Genau, so sieht es hier machen, jetzt aktuell aus und jetzt ist gerade Werkspause. Wie bitte? Ihr müsst gut machen, was ich versaut habe. Ja. Richtig, genau. Let's go und jetzt geht's weiter. So, wir sind jetzt fertig mit allem und hier sitzen jetzt alle zusammen und wir schauen jetzt einmal die Show noch im Fernsehen. Machen wir gar nicht. So, hello, heute ist jetzt der Tag nach der Show. Ich weiß nicht, wer von euch die Show gesehen hat und wenn nicht, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber es war auf jeden Fall super, super lustig und hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe mega die Augenringe, ich war gestern noch so lange wach. Aber genau, ich treffe mich jetzt gleich noch mit Cosima und wir gehen auch in ein anderes Hotel. Und wie gesagt, wir sind alle getestet. Ich habe gefühlt 1 Milliarden Tests gemacht, bevor ich hierher fahren durfte. Genau, ich checke jetzt gleich aus, dann geht es ins andere Hotel, dann nehme ich euch heute den Tag über noch ein bisschen mit. Ich habe euch auch ein paar Sachen vom gestrigen Abend eingeblendet, Pocher vs. Influencer. Das war auf jeden Fall echt eine mega coole Erfahrung, es hat super Spaß gemacht. Es waren alle mega, mega lieb und ja, meine Spiele fand ich auch auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Genau, ich gehe jetzt mal auschecken. So, ich, die schlechteste Vloggerin überhaupt, meldet sich jetzt auch mal aus dem anderen Hotelzimmer. Und zwar sind wir jetzt in einem anderen Hotel. Das habe ich ja gestern schon gesagt, dass ich einmal umgezogen bin. Und wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, ein bisschen durch die Stadt. Wollten noch ein Bild machen für Instagram. Genau, und ich wollte übrigens noch ein bisschen was zu der Show sagen. Und zwar, es war irgendwie alles super stressig und super viel auf einmal. Und keine Ahnung, aber es hat wirklich echt mega Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe mir davor voll viele Gedanken gemacht und hatte irgendwie...
auch ein bisschen Angst, weil Fernsehen ist halt einfach nochmal was anderes wie Social Media, auch wenn einen auf den Social Media Plattformen natürlich auch viele Leute täglich verfolgen, aber es ist irgendwie nochmal was anderes wie so eine TV-Show. Ja, ich muss sagen, es lief zum Glück alles ganz gut, obwohl ich ja diesen einen kleinen Fail hatte. Ich kann euch hier jetzt mal ein, zwei Artikel davon einblenden. Ja. Ich würde sagen, ich habe ein paar Schlagzeilen gemacht mit meiner Aussage, aber ich habe wenigstens in der Show gelernt und das Ding ist halt, wenn man so unter Aufregung steht und dann da dieses Spiel macht und da irgendwelche Sachen gefragt wird und ich habe es halt einfach nicht mit Namen, also es ist dafür irgendwie keine Entschuldigung, aber ich war halt einfach in dem Moment ein bisschen lost, aber naja, egal, ich kann es nicht mehr ändern. Aber ich muss sagen, es war wirklich ein schöner Abend und ich nehme euch heute jetzt einfach nochmal ein kleines bisschen mit, dass mein Vlog ein bisschen länger und unterhaltsamer wird, weil so viel konnte ich euch natürlich von der Show auch nicht zeigen. Aber man kann es übrigens auf TV Now nachgucken, soweit ich das weiß. Und jetzt, wir fahren jetzt los. Also wir stehen jetzt in einem Bäcker und holen uns jetzt Frühstück, weil wir können ja nicht im Hotel frühstücken. Deswegen, das ist jetzt unser Plan. So, wir sitzen jetzt im Auto und das hier ist auf jeden Fall mein Frühstück und Cosima hat eigentlich fast das gleiche. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall. Filmst du hier schön mit meinem Müll? Ja. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade auf dem Weg zum Basketballplatz, weil wir da jetzt ein Bild mit dem Basketball machen möchten. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, peinlich. Hier wäre ein Parkplatz gewesen. Okay. Cosima, Vorsicht. Ja, hier ist kein Müll, einmal pelten. Doch, da vorne ist Müller. Ja? Das ist einer. Wo? Oh. Da vorne, oder? Sind wir jetzt auf dem Weg zum Basketballplatz, um ein, zwei Bilder zu machen. Und ja, ich gehe jetzt aus, in der Hoffnung, dass man gerade irgendwas erkennt. Also wir stehen jetzt auf jeden Fall auf dem Basketballplatz. Wir haben jetzt eben schon Bilder gemacht, die sind auch jetzt schon auf Insta online, also checkt es auf jeden Fall ab. Ich finde Basketballplatz auf jeden Fall echt nice. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schönen Basketballplatz gesehen. Und so, wir haben uns jetzt Essen bestellt und ich zeige euch das jetzt einmal. Wir haben bei der Losteria Pizzen bestellt. Das ist meine Pizza, das ist Cosimas Pizza und hier ist noch mein Salat und Cosimas Nachtisch drin. So, ich hatte jetzt auch gesagt, das war's mit meinem Vlog. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Der kleine Vlog von dem Event bei Oliver Pocher und halt ein bisschen noch so aus Köln. Und genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.